Es gibt ein sehr altes und schönes archaisches Prinzip. Und wenn du das beherrschst, dann beginnt der Shift in dir sofort zu wirken. Das heißt, du bist sofort erwacht. Ich werde dir heute erklären, was es dazu braucht, wie es geht, was man machen sollte, damit du es auch für dich zu Hause dann ausprobieren kannst und selbst in das Erwachen kommst, ganz einfach mit einem Schnips letztendlich. Es ist ganz wichtig, dass du heute hier bist, denn ich werde dir ein paar wichtige Dinge verraten, damit du selbst in deine Kraft kommst und damit niemand mehr in der Lage ist, über dich zu bestimmen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und ich habe dieses Buch geschrieben, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link und unter dem Video sind auch mehrere Links, die du dir anschauen solltest über Dinge, die wir heute besprechen werden. Also, dieser Satz, tue dies, damit der Shift sofort auch in dir beginnt. Das ist doch etwas, was wir alle gerne möchten, dass wir erwacht sind, dass wir in der Fülle sind und dass wir Freude am Leben haben, dass es uns gut geht. Und dieses alte archaische Prinzip werde ich dir jetzt erklären und das wird dir helfen, deine inneren Werte zu erkennen und vorwärts gehen zu können in einer positiven Energie. Ich fange mal gleich bei der Kindheit an, denn da fängt es ja schon an. Ich werde dir nur sagen, noch, du bekommst heute von mir Werkzeuge, Denkanstöße, wie du selbst in diese wundervolle Erwachensenergie hineinkommst. Und wir werden natürlich auch eine Meditation machen, wo wir diesen Shift schon mal vorbereiten in uns selbst. So, jetzt gehen wir wieder mal in den Kindergarten. Es fängt ja an, dass man unseren Kindern sagt, was sie können, was sie nicht können, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was sie denken sollen. Sie bekommen bestimmte Werte vermittelt. Die Werte, die kommen aus der Gesellschaft. Die sind jetzt nicht irgendwie immer positiv, sondern sie sind so bestimmt, diese Werte, die man da vermittelt, damit man, und jetzt sage ich was Böses, damit man die Menschen dann dirigieren kann und Macht über sie haben kann. Also man versucht, die Menschen von Anfang an klein zu halten, klein und schwach zu halten. Und das fängt tatsächlich mit der Konditionierung der Gesellschaft an. Gesellschaftliche Normen, die wir dann später als normal betrachten, von denen wir denken, es ist so richtig. Wobei sie ja gar nicht unbedingt stimmen und richtig sein müssen. Und das ist der Punkt. Und durch diese frühkindliche Konditionierung baut sich in uns eine innere Welt auf, die vielleicht gar nicht zu uns passt. Also eine Welt, die uns vorgespielt wird und die wir als unsere eigene Welt so annehmen und denken, es wäre so, obwohl es nicht so ist. Also wir haben bestimmte Glaubenssätze, die man uns vermittelt und die tragen wir in unserem Gesamtbild so, als wäre es normal. Und diese Glaubenssätze verstärken sich im Laufe des Lebens immer mehr, sodass wir, wenn wir tatsächlich eine ganz schlechte Konditionierung hätten, es gibt ja Menschen mit verschiedenen Konditionierungen, aber zum Beispiel, wenn es dir gibt, es gibt Menschen, denen geht es wirklich schlecht, die verdienen nicht viel Geld, die haben ein schweres Leben und die denken einfach, dass das für sie normal ist. Und das ist es nämlich gar nicht. Oder auch wenn du krank bist und nicht aus dieser Krankheit herauskommst, vielleicht schon 10, 15 Jahre noch da drinnen bist, dann liegt es oft daran, dass du eine Konditionierung von der Gesellschaft trägst, die du angenommen hast und die für dich sagt, du bist krank. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, du bist krank. Und dann glaubst du das, du bist krank und dann wirst du das auch spiegeln? Du spiegelst es nach außen, dass du krank bist und die Menschen, die dich also sehen, sehen auch in dir, dass du krank bist. Und so, versteht ihr, was ich meine, so setzt sich das Spiegelbild ewig fort und diese Krankheit in dir, die wird auch noch verstärkt dadurch. Und das liegt nur an dieser Konditionierung.
Und wenn du es schaffst, aus diesem Kreislauf rauszukommen, dann hast du den ersten großen Schritt in deine persönliche Freiheit, in deine Gesundheit getan oder in deine Fülle oder in dein glücklich erfülltes Leben. Es ist ja jetzt nur ein Beispiel und es gibt natürlich viel mehr Beispiele. Also alles, wenn wir es mal zusammenfassen, alles, was negativ ist und schwer auf deinen Schultern liegt, das ist meistens eine Konditionierung von der Gesellschaft, die sehr schwer für dich ist und die gar nicht zu dir gehört, die dich in irgendeine Richtung drängen möchte, wo du gar nicht hingehörst. Und wenn du auch jetzt vielleicht an so einem Punkt bist, wo du denkst, ja, vielleicht hat sie ja recht, die Nirjana, dann denk mal noch einen Schritt weiter, denk mal nach. Wie möchtest du denn eigentlich gerne sein? Was möchtest du gerne haben? Möchtest du glücklich sein, gesund sein, Erfolg haben, viel Geld haben? Möchtest du viel Freunde haben? Keine Ahnung, also eines von diesen oder all diese Dinge, all das ist natürlich möglich. Und vielleicht möchtest du ja auch mit deinen Fähigkeiten wirken, möchtest ein Medium sein, ein Heiler sein. Und man hat dir es immer ausgeredet. Auch das ist möglich. Also alles, was du eigentlich gerne möchtest. Allein die Gesundheit, ja. Also jetzt, das waren die Beispiele. Es gibt davon ganz viel. Und du wirst sicher auch dein eigenes Beispiel jetzt dafür gefunden haben, dein eigenes in dir gefunden haben, was du endlich gerne ändern möchtest, was du loswerden möchtest. Und dann, wenn du an diesem Punkt bist, geh mal in dein Innerstes. Geh mal wirklich in dein Herz. Und die geistige Welt, die sagt uns so oft, geh in dein Herz, schaue mit den Augen deines Herzens, ja, und komme zu dir selbst, in deine Liebe, in deine Kraft. Und wenn du jetzt also in deinem Herzen bist und mal alles andere, was dich die ganze Zeit beschäftigt, loslässt, da gar nicht mehr dran denkst, dann findest du doch in dem Moment Frieden, Liebe und Kraft in dir. Ja, weil das ist, in deinem Herzen gibt es einen Punkt. Und wenn du den findest, dann bist du in deiner Kraft, in deiner Liebe. Und in diesem Punkt stellst du dir dann vor, wie du gerne sein möchtest und lass das Bild einfach mal entstehen, was für dich wichtig ist. Und dieses Bild, das bist nämlich dann du. Du kannst dieses Bild selbst gestalten. Mit positiven Energien, mit wunderschönen Energien und Zielen, die du gerne erreichen möchtest. Und dieses Bild, dem gibst du Leben. Und dieses Bild, das muss in deinem Inneren entstehen. Die Basis, und ich sage extra muss, weil da gibt es keine andere Möglichkeit. Das sollte immer in deinem Inneren entstehen. Sobald du im Außen wieder suchst irgendwas, wirst du es nicht finden. Das ist eigentlich bekannt, aber viele Menschen beachten es nicht. Und sobald du das in deinem Inneren hast, dieses Bild, wir werden dann auch eine Meditation dazu machen, wenn du das hast und vielleicht dann auch noch dir ein paar schöne Affirmationen zurechtlegst. Ich mache ja in meinen Sitzungen immer auch eine Beratung für die Affirmationen, welche Affirmationen man sagen soll, wie oft und wie lange und so. Wenn du das dann alles beachtest und tust, dann wirst du deine Konditionierungen ändern, dann wirst du in deine Kraft kommen, dann wird sich dein Leben wirklich verändern und dann kommt dieser Erwachenseffekt. Dann kann dir nichts mehr irgendetwas anhaben. Du bist in deiner Kraft. Und das, was dir im Außen gezeigt wird von diesen Schwierigkeiten, das kommt nicht zu dir ran, weil du wirst dann nur noch Menschen oder Situationen treffen, die wunderschön und positiv für dich sind. Du wirst nichts Negatives mehr treffen, weil diese Anziehungskraft, so wie innen, so auch außen, die hat sich ja bei dir geändert. Du hast ja dieses wunderschöne Bild der Fülle in dir. Ja, das Bild der kompletten Fülle von dir, von deinen positiven Eigenschaften. Und wenn du dieses Bild ausstrahlst, dann wirst du immer mehr Menschen treffen,
die diese positiven Eigenschaften haben. Oder du wirst Menschen treffen, die zu dir sagen, oh, du siehst aber heute wieder gut aus. Oder die sagen, oh wow, du hast ja eine Kraft und eine Ausstrahlung. Und das wird dich dann bestärken und dann wirst du diesen neuen Weg gehen, der eigentlich dein eigener Weg ist, den du nur nicht gesehen hast, weil man dir andere Dinge übergestülpt hat. Ja, weil man dir eine Außenwelt vorgespiegelt hat, in der du klein und mickrig bist und gar keinen Wert, keine Wertschätzung für dich hast. Und das ist auch ein Grund, warum so viele Menschen kein Selbstbewusstsein haben oder nur ein ganz kleines, weil sie eben von der Außenwelt völlig falsche Dinge vorgespiegelt bekommen, die sie gar nicht betreffen, die sie aber annehmen, weil sie nichts anderes kennen und denken, das wäre normal. Und ich möchte dir heute einfach nur zeigen, dass die Dinge, die du vielleicht ein Leben lang dir als wahr angenommen hast, ja, wo du denkst, ja, das ist eben so, das ist normal, dass das vielleicht gar nicht normal ist. Da möchte ich deine Aufmerksamkeit darauf hinlenken. Mal dein Leben, deine Glaubenssätze oder deine Denkweisen zu überlegen, was nimmst du so an, dass es ist, wie es ist und was dir vielleicht gar nicht gut tut. Denn dadurch ist ein Selbstbild entstanden, was dir vielleicht gar nicht zu dir gehört. Und dieses Selbstbild, das kannst du ablegen, indem du dein Innerstes änderst, indem du in deinem Innersten dieses eine schöne kleine Bild entdeckst, der du bist und dann dich damit befasst und das ausdehnst. Daraus entstehen dann neue Glaubenssätze. Und die sind positiv und gut für dich. Die werden dir Kraft geben. Und jeder, der mein Webinar gemacht hat, komme in dein vollkommenes Potenzial, der weiß genau, wie das geht. Denn dort arbeiten wir noch auf verschiedenen Ebenen, die auch noch wichtig sind. Aber dein erster Schritt wäre wirklich, jetzt mal mit mir dann gleich diese Meditation zu machen und herauszufinden, was alles angenommene Dinge sind, die gar nicht der Realität entsprechen, die aber von der Gesellschaft uns auferlegt wurden. Und wenn du das geschafft hast, es dauert ein bisschen, das muss ich zugeben, aber es ist der richtige Weg. Denn dieses Dauern, das hat damit zu tun, dass dein Unterbewusstsein sich erstmal umstellen muss. Es ist ja gewöhnt, anders zu denken. Und wenn du jetzt begonnen hast, dieses von innen nach außen zu gehen, also nicht so wie es die ganze Zeit ist, von außen nach innen das anzunehmen, sondern deinen inneren Wert von innen nach außen zu zeigen, zu leben, zu spiegeln, dann lernt es dein Unterbewusstsein und dann wird es sich anstrengen, immer mehr das anzunehmen und dann wirst du immer mehr schöne Situationen erleben. Dieses Prinzip ist ganz einfach, das ist das Spiegelprinzip, das verkehrte Spiegelprinzip, in dem wir leben aktuell. Und wenn du es verstanden hast, das richtige Spiegelprinzip, in dem du dann dein Erwachen erleben kannst. Und darum geht es. Und ich wünsche mir so sehr für alle Menschen, dass sie diesen Schritt machen und in das Erwachen kommen, denn dann hätten wir auf der Erde Frieden. Ganz einfach. Ich werde natürlich auch auf Telegram noch darüber berichten, denn es ist mir wichtig, auch da nochmal dort vielleicht eine Übung zu machen, sodass wir immer mehr in diese Kraft hineinkommen und zu den Menschen werden, die wir eigentlich in Wirklichkeit sind. Jetzt machen wir diese Meditation, in der du nochmal, in der du dich erstens ganz tief fallen lassen kannst und dann auch mal dein Innerstes und dein Herz und deine Seelen fühlen lernst und dann dieses Bild von dir erschaffst oder findest, wer du in Wirklichkeit bist. So, was nehme ich jetzt? Ich nehme die 9 und 9. Die hilft mir immer, mich besonders tief mit den Energien zu verbinden. Und ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt dabei. Und so beginnen wir, indem du das Licht der Liebe einatmest, ganz tief in dein Herz einatmest und dich mit diesem Licht der Liebe ausdehnst.
Spüre einfach, wie diese Energie der Liebe dich trägt und einhüllt. Und vielleicht spüren einige von euch, wie sich sofort die Energie um dich herum ändert, wie du sofort in dieser wundervollen, schönen Liebesenergie bist. Und so erlaube dir und deinem Körper loszulassen und dich zu entspannen. Erlaube dir, die Dinge des Alltags, die du vielleicht auf deinen Schultern trägst und die gar nicht zu dir gehören, erlaube dir, das alles jetzt gehen zu lassen, abzugeben, denn du bist doch frei, du musst nicht Dinge für andere Menschen tragen. Und spüre, wie du dabei wächst, wie es leichter wird. Und erlaube dir auch diese Leichtigkeit zu fühlen, diese wundervolle Leichtigkeit. Denn diese Leichtigkeit, das ist schon ein Teil deines neuen Ichs oder des eigentlichen Ichs von dir. Und so lass dich tragen von diesen Energien. Nimm 3 tiefe Atemzüge. Lass bei jedem Ausatmen alles los, was noch losgelassen werden möchte. Und komme vollkommen in deiner Mitte an, in deinem Herzensraum. Und nun spüre diese Freiheit, wie sie sich in dir ausbreitet. Denn das Loslassen hat Platz geschaffen in deinem Körper, in deinem Energiekörper und in deiner Seele. Und nun gehe ganz tief in dein Herz hinein. Suche deinen Herzensraum. Und spüre die Geborgenheit. Die Ruhe, spüre deine Liebe in deinem Herzen und spüre, dass du Kraft hast in deinem Herzen. Nimm die Energie deines Herzens wahr. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Herzensraum, um ihn zu betrachten. Stelle fest, wie er aussieht, welche Farben dein Herzensraum hat, ob dort Möbel oder Bilder sind, ob es Fenster gibt. Lass dir ein wenig Zeit. Vielleicht ist es ein sehr schöner Wohnraum, den du dort hast, ein Platz zum Wohlfühlen. Und wenn du diesen Platz jetzt so betrachtest, dann fällt dir auf einmal ein, dass du hier etwas versteckt hast, dass hier etwas liegt, was dein wahres Ich ist, ein Bild von dir. Und so beginnst du danach zu suchen. Auch hier lasse ich dir jetzt Zeit. Suche dieses Bild. Und wenn du es gefunden hast, lass all das in dieses Bild fließen, was du gerne sein möchtest, wie du gerne sein möchtest. Lass deiner Fantasie freien Lauf und gib alles in dieses Bild hinein, deine ganze Liebe, dein Frieden, deine Kraft und zeichne dieses Bild größer, als es ist. Ich gebe dir jetzt ein paar Minuten Zeit, damit du genügend Raum hast, dieses Bild entstehen zu lassen.
Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Bild jetzt komplett ist, dann bitte deine Seele, all das noch hineinzulegen, was du übersehen hast. Denn deine Seele weiß ganz genau, was für dich wichtig ist und wer du bist. Und wenn du dann so ein schönes, warmes Gefühl hast, dann ist dein Bild entstanden, dieses Bild, mit welchem du ab jetzt arbeiten wirst. Dieses Bild deiner selbst, deiner Fähigkeiten, deines wundervollen Ichs, trage es in deinem Herzen und verbinde dich mit diesem Bild so oft du kannst, denn so wirst du dein Leben ändern. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und lass noch einmal alles los, was vielleicht noch hinzugekommen ist, was zu schwer für dich ist. Und stell dir mit dem nächsten Atemzug dein Bild noch einmal vor und sende ganz viel Licht und Liebe in dieses Bild hinein, um ihm die nötige Kraft zu geben, für dich zu wirken. Und dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei vollkommen da, öffne die Augen, bewege Hände und Füße und lächle dich an, denn du hast etwas so Wundervolles vollbracht. Der erste Schritt, den du jetzt getan hast, in deine eigene Freiheit, in dein Erwachen, und du wirst sehen, es wird immer leichter. Und melde dich zu meinem Webinar an, um dein volles Potenzial zu entfalten, denn dort werden wir intensiv daran arbeiten, noch viele weitere Schritte tun in der 11-Tage-Challenge, wo du sehen wirst, was alles möglich ist. Und wenn du immer solche wichtigen Botschaften und Übungen oder Meditationen erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, damit du auf keinen Fall etwas verpasst. Und du darfst natürlich auch liken und teilen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich danke dir für dein Licht. Alles Liebe, deine Monika Nirjana Smarana.